Ein fröhliches Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu Professor Petras Wer, was, wann, genau. Der Professortitel wurde mir im Kindergarten verliehen und den habe ich jetzt einfach übernommen. Und diesmal, endlich, gehen wir ran an den Deutschordensstaat. Der Deutschordensstaat ist auch so ein schönes Thema, weil das ist ein wunderbares Beispiel für alle möglichen Fallstricke, die du in der Geschichte immer hast. Und das sind in erster Linie auch sehr gerne Übersetzungsfehler oder Fehlübersetzung oder irgendwie Ablauffehler. Der Deutschordensstaat wird aus dem Boden gestampft und das ist eine sehr schöne Wortwahl für das ganze Konstrukt und für die ganzen Abläufe, die wir gleich haben. Der wird aus dem Boden gestampft von einem Kreuzfahrerorden, von einem Kreuzritterorden. Kreuzritter ist auch explizit der Name, den die Polen diesem Orden geben. Jetzt wurde der Deutsche Orden nur zum Ende der ganzen Kreuzzüge gegründet und ist bei den eigentlichen Kreuzzügen gar nicht so wirklich richtig mit dabei. Dann kommt noch mit hinzu, dass der Deutsche Orden eigentlich gar nicht Deutscher Orden heißt, sondern Teutonischer Orden und die Teutonen sind eigentlich keine Deutschen. Und dann wird zum Ende der Deutsche Orden vom Preußischen Bund rausgeworfen. Der Preußische Bund wird aber erst retrospektiv als Preußischer Bund bezeichnet, hat eigentlich einen komplett anderen Namen. Und um gewissen Kommentaren einfach vorzubeugen, die ich selbstverständlich von meinem TikTok und meinem Instagram auch kenne, wo ihr mir selbstverständlich auch gerne folgen könnt, auch unter Professor Petras oder Matthias Petras, erklären wir jetzt einfach mal, wer sind die Teutonen und wo kommen die Teutonen denn eigentlich her und was heißt der Name vielleicht? Die Teutonen kommen explizit aus Jütland, also aus Dänemark, also explizit auch hinter der Dänemark und haben mit Deutschland und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation eigentlich gar nichts zu tun. Es kann sein, dass der Name Teutonen Volk bedeutet, denn der Name leitet sich irgendwie von dem damaligen Häuptling ab, der wurde Teutobod genannt, Teutobod. Und da kannst du sagen, okay, das war das Volksoberhaupt. Und jedes Mal, wenn du irgendwie die Leute fragst in der damaligen Zeit, also wir sind hier gerade ganz klar zu der Zeit Christi Geburt, dann antworten die Leute immer, wenn sie gefragt werden, wer seid ihr, dann antworten die Leute immer, naja, wir sind die Leute, wir sind das Volk, wir sind die Mannen. Und somit kann es auch durchaus sein, dass Teutonen schlicht und ergreifend eine regionale Bezeichnung für Volk ist. Es ist nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung Deutsch. Deutsch bezeichnet schlicht und ergreifend Volkeszunge. Das ist die Zunge, das ist die Sprache, die dem Volk zugehörig ist. Es wird immer auf den Begriff zum Volk zugehörig irgendwie herumgeritten, aber die ursprüngliche Bezeichnung von Deutsch ist, naja, die sprechen nicht Romanisch, die sprechen nicht Slawisch, die sprechen irgendwie eine eigene Sprache und kommt zum ersten Mal in Bayern auf. Es kann durchaus sein, dass Teutonen und Deutsch dasselbe Ursprungswort hat, denn ganz klar, also so Teutonen wären Nordgermanen da in Bayern, das wäre so das der keltische westgermanische Bereich. Aus diesem Ursprungswort sind dann sehr wahrscheinlich zwei unterschiedliche Bezeichnungen erwachsen, genauso wie First im Englischen und Fürst im Deutschen oder meinetwegen auch Woman im Englischen und Weib im Deutschen. Damit die Sache nicht langweilig wird, haben wir für Teutonen auch nochmal eine Doppelbedeutung. Also die Teutonen machen genauso wie die Vandalen und wie die Goten auf sich aufmerksam und auch wie die Normannen quer durch Europa und gehen da irgendwie so auch auf Plünderfahrt oder auf Wanderschaft. Und somit erwächst außerhalb von Deutschland irgendwie das Teutonische oder die Teutonen so als abfällige Bezeichnung. Währenddessen hast du innerhalb der deutschen Lande die Bezeichnung Teutone als mystifizierte, glorifizierte Bezeichnung. So haben wir auch dann in Rom unter anderem, also außerhalb der deutschen Lande, so die Bezeichnung für den Heiligen römischen deutschen Kaiser, da haben wir die Bezeichnung Teutonischer Kaiser. Ne? Also das ist der Barbarenkaiser. Das ist eigentlich gar kein richtiger römischer Kaiser. Währenddessen, wie gesagt, hier in den deutschen Landen sind die Teutonen etwas Großes, Starkes, Wikingerhaftes, ne? Was man verehren kann. Der Deutsche Orden gründet sich 1190 während des dritten Kreuzzuges. Es sind der Bremer und Lübecker, die
bei der Gründung mit dabei sind oder federführend bei der Gründung des Deutschen Ordens sind. Also die Bezeichnung Deutscher Orden ist dann im Endeffekt doch korrekt. Er wird aber nicht als Deutscher Orden gegründet. Er wird als der Teutonische Orden der Heiligen Jungfrau Maria gegründet. Und es ist zuerst ein fürsorglicher Orden, ne? Also so, der kümmert sich erstmal um die Kranken und Verletzten. Und wir sind hier auch wieder bei unserem wunderbaren Thema Kolonien etc. pp. Die Kreuzzüge von 1095 bis ins 13. Jahrhundert, dann kommen die Mongolen, dann kommt die Pest. Wie gesagt, die Kreuzzüge von 1095 bis ins 13. Jahrhundert fangen zwar als Verteidigungskriege von Konstantinopel an, sie enden aber ganz klar damit mit den Versuchen der Kreuzritter, der ganzen Ordensbrüder, die wollen da alle Staaten gründen im Heiligen Land. Der Deutsche Orden fängt als karitativer Orden an, er wird dann aber zu einem richtigen Ritterorden erhoben. Nur ist das alles zu spät, da ist der ganze Drops mit den Kreuzzügen eigentlich schon gelutscht. Das heißt, diese ganze heilige Reise nach Jerusalem ist vorbei. So, das heißt, der Deutsche Orden muss sich etwas anderes überlegen. Und bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir nochmal auf eine andere implizite Sache ein bei der ganzen Sache. Denn wie gesagt, das sind ja jetzt so Bremer und Lübecker, die da diesen deutschen Orden, diesen teutonischen Orden gründen. Das heißt, die kommen aus Hansestädten, also die kommen aus Norddeutschland. Also, dass die sich für diesen Namen, wir sind die Teutonen, wir sind die großen Eroberer, dass die sich dafür entscheiden, ist also auch kein Zufall, das liegt sehr nah. Ne? Also so, das ist in diesen ganzen Legenden mit verankert. Und dann gleichzeitig diese Staaten gründen, dieses irgendwo anders hingehen und da vielleicht ein Handelskontor irgendwie aufmachen, so wie es Lübeck auch in Nowgorod gemacht hat, wie wir das ja im letzten Beitrag schon hatten, das ist nichts Neues. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu der Sache, also kurz vorher, so 1200, hat Ivan der Strenge da Lübeck aus Nowgorod rausgeworfen. Das heißt, man will irgendwie vielleicht da auch wieder Fuß fassen im Osten von Europa. Man versucht es zuerst in Ungarn, aber das scheitert. Und das ist eigentlich auch keine Überraschung, denn die Geschichte der Kreuzzüge aus deutscher Sicht ist eine Geschichte des Scheiterns. Symbolhaft ist hier ganz einfach auch Barbarossa, also Friedrich II., der auf dem Weg zum Kreuzzug einfach mal aufgrund eines Schlaganfalls in irgendeinem Fluss ertrinkt. Die Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, möchten immer irgendwie so der große heilige Kaiser sein. Jetzt ist aber nun mal einfach die Sache, dass der Weg von Deutschland bis irgendwo anders hin unglaublich weit ist und dann hast du da vielleicht auch noch irgendwelche Gebirge oder wie auch gerade bei Barbarossa gesagt, hast du vielleicht auch irgendwelche Flüsse, die da irgendwie im Weg sind und vielleicht auch irgendwie die Ungarn, so, ne, die auch schon mit irgendwelchen Kreuzrittern irgendwie Erfahrung gemacht haben und da blockst du halt immer wieder ab. Dann kommt 1225 ein Ersuchen von Konrad von Masowien, der irgendwie versucht, die Prußen, Achtung, nicht zu verwechseln mit Preußen, der versucht irgendwie die ganze Zeit verzweifelt, die Prußen zu unterwerfen. Wir sind hier auch gerade im Bereich der Ostkolonisation, wo auch die Mark Brandenburg errichtet wurde. Und dieses Ersuchen landet beim Deutschen Orden. Der Deutsche Orden möchte sich rechtlich absichern, kriegt eine Urkunde 1230 von Konrad von Masowien, wo drin steht, ja, hiermit bitte ich förmlich und höchst offiziell um die Hilfe, die Prußen zu unterwerfen. Dieser ganze Vorgang von 1225 bis 1230 ist, und es passt zu dieser Thematik, ein unglaubliches Streitthema, denn die Originalurkunde von diesem Ersuchen, also von 1230, die offizielle Einladung, irgendwie da jetzt hinzugehen für den Deutschen Orden, diese Originalurkunde gibt es nicht mehr. Die ist weg. Und es wird halt je nach Sichtweise ausgelegt, dass das eine Fälschung war. Wie dem auch sei, das ist der Anfang der Preußenfahrten, der Wendenkreuzzüge, so die beiden, weil ein Begriff für diese ganze Sache reicht nicht aus. Das ist der Anfang von diesen Wendenkreuzzügen oder von diesen Preußenfahrten.
Und diese ganzen Prosen sind übrigens Balken. Und diese ganzen Balken sind unglaublich renitent. Ja, warum sind die denn so renitent? Naja, die haben schon Erfahrungen mit den Goten gemacht. Es gibt ganz klar die Theorie, dass die Bezeichnung für Deutschland, dass sich das von den Goten ableitet. Wir haben da ja auch bei den Top 10 weiblichen Piratinnen ein Video, was es hier auch auf diesem Kanal gibt. Da haben wir ja auch schon die eine oder andere Dame durchgenommen. Und die Goten, also aus Gotaland, heute Schweden, haben sich da schon bemerkbar gemacht und die Balken sind halt kampferprobt. Und damit ist auch gleich nochmal eine andere populäre Frage beantwortet. Diese Prosen, was waren denn das für Leute? Das waren Balken. Und diese ganze Mythologie, die die hatten, die wird sehr wahrscheinlich baltisch gewesen sein. Und wir haben hier auch ganz klar die Unterscheidung Prosen. Das sind die Leute, die auf dem Land leben. Das Land, auf dem sie leben, das wird dann später Preußen genannt. Also nochmal zur Erinnerung, Prosen, das sind die Leute, Preußen, das ist das Land. Und der Grund, warum wir heute keine Prosen mehr in Preußen haben, liegt ganz klar daran, dass der Deutsche Orden nicht zimperlich vorgeht. Der Deutsche Orden errichtet im Prinzip ab 1230 da eine unglaubliche Terrorherrschaft. Gleichzeitig ist das mit der längste Kreuzfahrerstaat, den die Deutschen jemals irgendwie errichtet haben. Und für den Fall, dass sich irgendjemand wundert, naja, warum sind denn die Polen und die Balten immer so ein bisschen skeptisch? Ne? Also das ist übrigens einer der Gründe. Ne? Also es hat nicht immer alles mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Diese ganze Sache hat längere und tiefere Wurzeln und das geht bis 1230, jetzt hiermit offiziell, wahrscheinlich noch ein bisschen früher, denn die Errichtung der Marke Brandenburg, wo auch Slawen vertrieben wurden, das ist der Anfang dieser ganzen Auseinandersetzung, die halt Germanen oder Deutsche mit den Slawen oder halt auch den Balten hatten. Der Deutschordensstaat soll dann bis 1561 bestehen bleiben. Also wir reden über einen Zeitraum von 330 Jahren, wo hier mit eiserner Hand dieser Deutschordensstaat am Leben gehalten wird. Denn der ist halt auch nebenan, ne? Also so deswegen ist das der erfolgreichste Kreuzfahrerstaat, den die Deutschen jemals irgendwie aus dem Boden gestampft haben. Das ist nicht irgendwie unten da in Israel, wo du erst durch die ganzen Berge, Flüsse und Wälder laufen musst. Das ist nebenan und somit sind die Versorgungswege schlicht und ergreifend auch kürzer. Als Beispiel dafür, wie blutig diese ganze Sache ist, also ich kann jetzt hier diese ganzen 330 Jahre irgendwie durchgehen. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen und das schlägt sich auch in der Mythologie nieder. Ein Beispiel davon ist, die Deutschordenherren sollen vor ihren Burgen Labyrinthe gehabt haben. Und in diesen Labyrinthen sollen sie dann die ansässige Bevölkerung gejagt haben. Als es dann darum ging, den Deutschorden rauszujagen aus den baltischen Gebieten, da haben sich dann die ansässigen Bauern revanchiert und haben die Deutscherren selber durch diese Labyrinthe gejagt. Das ist explizit eine Legende aus Königsberg. Wer das selber nachlesen möchte, guckt gerne bei sagen.at nach, eine meiner Lieblingsseiten in Sachen Mythologie und Legenden. Und da hast du auch explizit Legenden aus Königsberg, die dann halt diese ganze blutige Historie des Deutschordenstaates wiedergeben. Wie dieser erfolgreichste Kreuzfahrerstaat der Kreuzritter der deutschen Kreuzherren, dann endet, ist aber schlicht und ergreifend nichts anderes als ein Witz. Es fängt erst einmal 1440 mit dem sogenannten Preußischen Bund an. So genannt, weil sein eigentlicher Name ist Bund gegen Gewalt und Willkür. Da organisieren sich also die Leute, die im Deutschordensstaat leben, gegen die Gewalt und die Willkür der Deutschherren. Und sind ganz klar auch immer wieder dabei, mit allen möglichen Aktionen sich gegen diese Gewaltherrschaft zur Wehr zu setzen.
Das ist eine permanente Auseinandersetzung. Wie gesagt, wenn wir jetzt alle einzelnen Schlachten in diesen 330 oder vielleicht auch 100 Jahren, dann von 1440 bis 1561, also 120 Jahre, wenn wir das jetzt alles durchgehen, dann sind wir noch morgen hier. Diese ganzen Kämpfe werden ganz klar auch verstärkt durch die Reformation. Denn jetzt geht es gegen die Katholiken europaweit. Ne? Also so, die Leute organisieren sich auch irgendwo anders. Auftritt 1511 wird ein gewisser Albrecht von Brandenburg-Ansbach Hochmeister des Deutschen Ordens im Deutschordensstaat. Der Hochmeister des Deutschordens ist ganz klar das Staatsoberhaupt des Deutschordensstaates. Und der gute Albrecht von Brandenburg-Ansbach ist übrigens aus dem Hause Hohenzollern. Und wer meine Top 10 Hohenzollern-Liste auf meinem Kanal schon mal durchgeguckt hat, weiß auch, auf welchem Platz der gute Albrecht von Brandenburg-Ansbach steht. Denn 1525 sagt der gute Albrecht von Brandenburg-Ansbach: Reicht jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf diese permanenten Auseinandersetzungen. Ihm wird da auch etwas von Martin Luther ins Ohr geflüstert, denn Martin Luther sagt: Du, wandel das ganze Ding doch um und mach dein eigenes Ding. Sagt, getan, 1525 tritt Albrecht von Brandenburg-Ansbach dann zum lutherischen Glauben über und schmeißt den Deutschen Orden aus dem Deutschordensstaat raus. Ja, ihr habt das alle wirklich richtig mitbekommen. Der Deutschorden wird aus dem Deutschordensstaat von seinem eigenen Chef rausgeworfen. Wer sich jetzt wundert, war, dass es da irgendwie Überschneidungen gibt mit der Zeit. Also offiziell schmeißt Albrecht 1525 den Deutschen Orden aus dem Deutschordensstaat raus und das Ganze dauert dann halt von bis 1561. Der Deutsche Orden erhebt nichtsdestotrotz immer weiter irgendwie Anspruch da auf diese ganzen Gebiete, führt das auch irgendwie in dem Titel: Es hört nur keiner mehr auf den Deutschen Orden. Denn Albrecht ist ganz pragmatisch, er ist ein echter Preuße und ich sage hiermit: Albrecht ist der erste Preuße und durch seine pragmatische Lösung werden alle Seiten zufriedengestellt. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr für Zeck und der Deutsche Orden hat nichts mehr zu melden. Der Deutschordensstaat wird geteilt in Königlich Preußen und Herzoglich Preußen. Königlich Preußen geht an den König von Polen und der König von Polen stattet Albrecht als Herzog mit Lehen aus und somit ist er der Herzog von Herzoglich Preußen. Das alles ist auch nochmal entscheidend für die Dinge, die da kommen sollten, aber daran hat man 1561 nicht gedacht, weil man gesagt hat: Gut, okay, diese Lösung ist die beste Lösung, die wir jetzt haben, denn Herzoglich Preußen ist von den Lehen des polnischen Königs abhängig. Das heißt, Herzoglich Preußen und damit dann später auch das Königreich Preußen ist abhängig vom guten Willen des polnischen Königs, was dann mit einer der Gründe ist, warum Friedrich der Große zusammen mit Katharina der Großen Polen teilt. Das ist aber eine andere Geschichte in der Geschichte. Das sollte es erstmal gewesen sein als Kurzabriss über den Deutschen Orden. Folgt mir auf Instagram, auf TikTok, hinterlasst einen Kommentar, wenn ich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Vielleicht fällt euch auch noch mal was anderes ein. Ansonsten gehabt euch wohl und lasst euch nicht ärgern.